Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich weiß tatsächlich nicht ganz, wie man so ein Video anfangen soll oder wie es am besten ist. So oder so will ich euch heute eine Geschichte erzählen. Das Video wird wahrscheinlich auch was länger gehen. Ja, aus meinem Leben, die ich so noch nie geteilt habe. Ich bin Per, ich bin 20 Jahre alt und hier auf Social Media schon aktiv seit Jahren unter dem Namen Motoper. Und jetzt, vor 2 Monaten, ist mein Papa an Krebs verstorben, gegen den er 1,5 Jahre gekämpft hat. Ich habe sehr lange mit mir gerungen, ob ich euch überhaupt diese Geschichte erzählen will, ob ich überhaupt diese Art meiner Persönlichkeit preisgeben will, weil meine Videos oft sehr positiv sind. Ich bin ein positiv geladener Mensch und mache positive Videos. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, oder hätte ich mir in dieser Zeit des Kampfs gewünscht, dass jemand diese Geschichte von sich selbst erzählt. Weil ich gerne gewollt oder gewusst hätte, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas widerfährt und nicht mein Schicksal einfach das Schlimmste ist, was ich mir hätte ausmalen können. Und daher möchte ich und werde ich euch heute die Geschichte erzählen, die mich die letzten 1,5 Jahre begleitet hat. Die Geschichte, die die letzten 1,5 Jahre abseits der Videos passiert ist, in meinem Privatleben, über die ich nie geredet habe. Diese Geschichte habe ich so und werde ich wahrscheinlich so detailliert nie wieder irgendwo und irgendjemandem erzählen. Nicht mal meine engsten Freunde haben diese Geschichte in diesem Ablauf, wie ich sie heute hier in diesem Video erzählen werde, so in einer Komplexität wiedergegeben bekommen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich sehr, sehr große Angst habe, sehr viel Angst, diese Dinge irgendwann zu vergessen, sie nicht mehr zu wissen. Vielleicht, weil es doch eine traumatische Situation ist, vielleicht, weil man Dinge, über die man viel nachdenkt, schnell vergisst. Ich will mich daran erinnern und das immer wieder. Ich will wissen, wie wichtig diese Momente für mein Leben waren. Und ich möchte wissen, warum ich bin, wie ich bin, ohne die Dinge irgendwann zu vergessen. Mein Vater hat die Diagnose Kehlkopfkrebs bekommen, als ich 18 war, noch in meiner Ausbildung. Und ist daran verstorben, als ich 20 geworden bin. Oder danach, ein bisschen danach. Ich würde mal chronologisch dabei anfangen, wie das Ganze passiert ist, wie überhaupt die Diagnose kam und wie wir darauf aufmerksam geworden sind. Mein Vater war nie jemand, der viel zum Arzt gegangen ist, würde ich sagen. Also nahezu nie eigentlich, ne? Er war immer dieser Typ Mann so, yo, ich brauche nicht zum Arzt gehen, mein Körper kriegt es schon von alleine hin. Und hatte ganz aggressiven Schleimhusten, Schleim im Hals, konnte irgendwann nicht mehr so wirklich sprechen und hat halt gedacht, das ist nur eine einfache Grippe. Und irgendwann, als es wirklich nicht weggegangen ist nach Wochen, ist er zum Arzt gegangen und ich war gerade tatsächlich auf der Arbeit. Ich habe meine Ausbildung gemacht, bei meiner Mutter auf Arbeit sogar, in einem Hotel, wo meine Mutter als Chefkellnerin angestellt ist. Da war ich gerade mit ihr in der Frühschicht eingeteilt. Das ist, glaube ich, ein Moment, den ich in meinem Leben nie vergessen werde, weil ich es in dem Moment gar nicht realisiert habe. Und vielleicht war ich zu jung, vielleicht war ich zu geprägt vom Leben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam die Diagnose über Telefon damals. Mein Vater oder ich weiß gar nicht, ob es mein Vater war. Irgendjemand hat auf jeden Fall auf der Arbeit von meiner Mutter angerufen. Und meine Mutter ist rangegangen und da wurde uns gesagt, dass er die Diagnose Kehlkopfkrebs bekommen hat. Ich persönlich muss gestehen, dass ich gar nicht wusste, was das bedeutet. Ich dachte, ja, okay, Kehlkopfkrebs, Krebs ist scheiße, aber man weiß gar nicht, positiv, negativ, wie wirkt sich das jetzt aus, was passiert jetzt? Ich war komplett überfordert mit der Situation und konnte meine Emotionen, also ich hatte in dem Moment gar keine richtigen Emotionen in mir. Die waren einfach nicht da, sondern es war so, ja, okay, die Diagnose ist da, aber Digga, das Leben ist immer gut. So, es wird auf jeden Fall wieder besser. Das ist der erste Moment, der mich geprägt hat. Ich bin ein positiv denkender Mensch, für mich ist die Welt strahlend, auch wenn sie nicht für mich strahlt. Und ich habe erwartet, dass eigentlich alles wieder gut wird. Vor Ort direkt ist meine Mama natürlich in kompletten Tränen ausgebrochen. Ich denke mal, weil sie wusste, was es heißt und es direkt verstanden hat. Ich wusste es nicht und ich werde auch nie vergessen, ich habe meine Mama dann in den Arm genommen. Sie hat komplett geweint und ich halt gar nicht. Also als würde es mich nicht interessieren, so habe ich reagiert. Und ich werde auch nie vergessen, wie eine Arbeitskollegin von meiner Mama und auch in dem Fall von mir zu mir kam und meinte, sie meinte zu mir so in dem Wortlaut, du weißt gar nicht, was hier passiert, oder? Du realisierst es gar nicht, kann das sein? Und ich stand da und war so, ja, ich arbeite jetzt weiter, was soll ich denn jetzt machen? Also wie soll ich jetzt reagieren? Was erwarten die Leute von mir? Was soll ich denn jetzt machen? So, was ist die passende Reaktion, die jetzt angebracht ist? So, wie hätte ich reagieren sollen? Keine Ahnung, ich wusste es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann sogar noch weitergearbeitet, weil ich nicht wusste, was das heißt für meine Zukunft, für die gesamte Zukunft meines Lebens. Ich
Hab halt einfach gedacht, es wird positiv schon irgendwie verlaufen. Ja, das nächste, woran ich mich so erinnere, deswegen mache ich auch dieses Video, das nächste, woran ich mich so direkt erinnere, ist, glaube ich, der erste Krankenhausbesuch tatsächlich dann von meinem Papa. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist er nicht direkt am gleichen Tag nach Hause gekommen, sondern musste im Krankenhaus bleiben. Und wir haben ihn dann 2 Tage später auf der Station besucht, also ich und meine Mama. Ja, und das war dann, glaube ich, der Tag, wo ich angefangen habe zu verstehen, was das heißt und was das ist, was er hat und wie sich das auswirkt. Wir sind auf die Station gelaufen, ich werde auch nicht vergessen, die Station war gerade in Umbau, also du bist gar nicht so richtig da reingekommen, sondern war eine riesen Baustelle. Und dann sind wir hoch zu ihm gegangen und dann lag er da halt schon in diesem Krankenbett, so total surreal, Digga. Mein Vater hatte nie was, wo ich am Leben war, so er war nie im Krankenhaus oder so, ne? Und keine Ahnung, die Vaterrolle in meinem Kopf zumindest ist auch immer so unverletzbar, so, versteht ihr? Dann sehe ich ihn da in diesem Krankenbett liegen, er konnte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch sprechen und dann haben wir halt mit ihm gequatscht. Und meine Mama hat halt die Situation komplett dramatisch gesehen und auch dementsprechend gemacht. Mein Vater hat aber sehr positiv reagiert, sogar. Also ich weiß nicht, wie das geht in der Situation, aber er hat sehr aufgeschlossen gewirkt, als wäre das für ihn gar kein Problem, also als hätte er schon verstanden, was es bedeutet, ja. Aber als würde er sagen, yo, ich schaff das, ich kann das, so, das Leben schränkt mich nicht ein, so krass, wie ihr euch das jetzt so vorstellt. Ja, wir sind dann relativ schnell tatsächlich auch schon wieder gegangen, weil mein Papa immer jemand war, das habe ich wahrscheinlich von ihm, der das größtenteils alleine mit sich ausmachen will, erstmal, bis er es verstanden hat und dann zu seiner Familie oder whatever geht, zumindest hat es auf mich immer so gewirkt, vor dem Krankenhaus. War ich selber tatsächlich super aufgelöst, so logischerweise. Ich war den Tränen nahe, ich wusste nicht, wohin mit mir und den Gedanken, die ich habe, weil, was soll ich jetzt machen? So, alle Situationen im Leben, die auf mich zugekommen sind zuvor, hatten immer einen Lösungsansatz. Ich konnte selber daran arbeiten und selber wissen, dass ich die Sachen gelöst kriege, die Probleme, die auf mich zugekommen sind, weil für mich in meinem Kopf jedes Problem lösbar ist, was in deinem Leben auftritt. Aber so eine Diagnose und das, was da auf dich zukommt, die Bilder, die du siehst, du hast keinen Einfluss mehr. Du konntest nichts mehr machen. So, du musstest nur mit dem Bild und dem, was passiert, lernen umzugehen und viel mehr war nicht in deiner Hand. Ja, dann sind wir aus dem Krankenhaus raus und ich war halt nur mit meiner Mutter alleine. Ich habe noch eine große Schwester. Nachdem wir das Tor verlassen haben vom Krankenhaus, auf dem Parkplatz im Prinzip, wo das Auto stand, ist meine Mutter komplett in Tränen ausgebrochen. Eigentlich wollte ich auch weinen, aber ich konnte es nicht, weil ich wollte meiner Mama signalisieren, so, yo, ich bin stark, alles gut, wir kriegen das hin, so, die Zeit wird gut, ich bin jetzt stark auch für dich. Und sorry, falls ich mich manchmal ein bisschen zurückhalten muss. Ich will jetzt auch nicht zu emotional in dem Video eigentlich werden, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass es irgendwann passiert, aber trotzdem. Dann habe ich sie in den Arm genommen, erstmal getröstet, so, sie war komplett aufgelöst, also vollständig, was ja auch völlig verständlich und logisch ist. Und auch im Auto, ich habe dann gesagt, okay, ich fahre jetzt, ne, ich hatte meinen Führerschein zu dem Zeitpunkt schon, dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, du bist viel zu aufgelöst, um Auto zu fahren, du weißt ja gar nicht, was passiert, du siehst ja gar nicht die Realität, so fährst du jetzt nicht Auto. Dann bin ich Auto gefahren und im Kopf, während der Fahrt, war ich an sich klar und wusste auch, was passiert, aber es war wie so eine Surrealität, wie so ein Film, den du durchlebst, wie als wäre die Realität plötzlich zu einem Film geworden und als wärst du Schauspieler deiner Rolle. So hat sich das angefühlt, genau so, original so. Und dann habe ich meine Mama im Auto so ein bisschen therapiert, kann man sagen. Ich habe gesagt, ey, das wird alles schon wieder, wir kriegen das hin, die Probleme lösen wir, ne? Weil dann stand auch im Raum, was ist jetzt finanziell mit der Situation? Wir haben einen Hund, was ist mit dem Hund? Wer kümmert sich um den? Was ist mit dem Haus? So, ne, das waren ja alles Fragen, die plötzlich im Raum stehen, weil du weißt ja nicht, was danach passiert. So, du weißt ja nicht, wo es hingeht. Und dann habe ich im Auto gesagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin, habe sie da therapiert. Und als ich zu Hause angekommen bin, war ich so, eigentlich weiß ich gar nicht, wie wir das hinbekommen wollen. Ich war so, also ich habe zwar stärker ausgeschreit, aber eigentlich wusste ich gar nichts. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll und wo ich hingehen soll, wie jetzt meine Optionen sind, keine Ahnung. Die Hauptfrage, die im Raum stand, ich hoffe, ich kann das mittlerweile alles so wiedergeben, wie es passiert ist. Die Hauptfrage, die im Raum stand, war dann, was jetzt mit meinem Papa ist, nehmen wir ihn zu uns nach Hause?
Ne, aber da musste dann mit einer Intensivpflege rechnen, so. Also er musste intensiv gepflegt werden, er brauchte solche. Ich habe mich tatsächlich leider mit dem Medizinischen, da war meine Schwester immer richtig dran, so. Ich war da relativ raus, weil meine Schwester das alles besser versteht als ich. Er brauchte aber auf jeden Fall Intensivpflege. Machen wir die zu Hause, lassen wir dann immer einen Pfleger kommen, der dann zu Hause ist. Sind wir dann auch zu Hause 24/7 für ihn da? Und oder kommt er in ein Hospiz, wo Pfleger immer zur Stelle sind, falls was passiert? Was ist, wenn hier zu Hause was passiert? Was ist, wenn er hier ist und hier was passiert? Wir werden unseres Lebens nicht mehr froh, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wenn wir nicht handeln können. Wir sind ja da nicht ausgebildet oder so. Ziemlich schnell wurde dann auch klar, also im Laufe dann der Tage, das war ja, ihr müsst euch vorstellen, es war eine Zeitspanne, er war dann, glaube ich, 1,5 Wochen oder so im Krankenhaus. Und die Zeitspanne war dann halt da. Relativ schnell wurde dann klar, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen ihnen die Intensivpflege woanders hingeben, weil hier zu Hause mit dem Hund auch noch, wie soll das funktionieren? Was ist, wenn was passiert? Was machen wir dann? So, du, auch du als Mensch bist ja dann auch 24/7, du hast ja dann in deinen eigenen vier Wänden von dieser Situation, die unmenschlich ist, also anders kann man es nicht sagen, auch prinzipiell nie wieder Ruhe, sondern bist dann dauerhaft im direkten Face-to-Face mit dem, was dich am meisten im Leben belastet, so was dich am meisten kaputt macht, was dich innerlich zerstört, was dein Herz auseinandernimmt. Ja, und dann ist er, glaube ich, tatsächlich schon nach dem Krankenhausbesuch direkt in eine Art des Hospiz gekommen. Ich glaube, man nennt das nicht direkt so Hospiz. Das war, glaube ich, eher so eine Intensivpflegeeinrichtung. Aber wo halt klar war, dass er da auch erstmal bleiben muss, weil wir ihn nicht mehr mit nach Hause nehmen können. Natürlich hat es mein Vater nicht so gefeiert, logischerweise. Aber es war jetzt auch nicht super dramatisch für ihn. Er hat generell die Sache sehr positiv immer gesehen, zumindest nach außen ausgestrahlt. Ob er selber die Sache persönlich so positiv gesehen hat, kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich kann es ja generell immer nur so aus der Ich-Perspektive, sage ich mal, jetzt erzählen. Meine große Schwester ist natürlich schon ausgezogen, also die hat auch schon Kinder, die hat eine eigene Wohnung, bedeutet, ich bin im Haus zu Hause alleine mit meiner Mama, auch aktuell jetzt noch, erzähle ich euch später warum. So oder so ist dann der Moment gekommen, wo du plötzlich alle Aufgaben übernimmst. So aus dem Nichts, ich war 18, ich war noch in meiner vollen Ausbildung, 18, ne, ich bin generell ein sehr großes inneres Kind, würde ich sagen, im Inneren. Ich versuche mein Leben bestmöglich auf eine Art und Weise, wie Kinderaugen das Leben sehen, so wie ich das Leben sehen, weil ich sage, so hast du am meisten Spaß im Leben, so wirst du das Leben am meisten genießen können. Aus dem Nichts mit 18 sind alle Aufgaben, die so dein Vater gemacht hat, auf dich überschrieben. So, ich war dann der, der die Hecke geschert hat. Ich war der, der Rasenmähen übernommen hat, so. Ich war der, der einkaufen gegangen ist. Die Reparaturen im Haus, ne, waren an meiner Tagesordnung, so. Und keine Ahnung, das ist an sich mit 18, glaube ich, machbar. So, das ist an sich auch nicht so schlimm, aber das mit dem Hintergedanken zu haben, ist nie. Also, klar, ich habe es mit meinem Vater vorher gemacht, aber so plötzlich, so aus dem Nichts machst du es alleine. So, mit dem Wissen, dass Besserung für deinen Papa eigentlich wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Das war super komisch für mich. Auch Baumarktbesuche und so. Ich bin dann im Baumarkt gefahren, um zum Beispiel neue Glühbirnen zu kaufen, Batterien zu kaufen, Gartenscheren zu kaufen. So, wo ich denke, Digga, ich bin 18. Warum, also, wie ist es passiert, dass ich das jetzt alles plötzlich mache und auch innerhalb diesem kurzen Zeitraum, nur so einen Monat und plötzlich mache ich alles das, was ich eigentlich nie vorhatte, alleine zu machen. So direkt. Es war irgendwie komisch. Wurde mit der Zeit auch besser. Ich muss auch dazu sagen, ich habe, wie viele wissen, eine sehr massive soziale Angst, würde ich sagen. Also wenn ich einkaufen bin und so, dann, ja, wie sage ich das am besten, dass jeder das versteht? Wenn ich einkaufen bin, kriege ich Schweißattacken, Schweißperlen unter Menschenmassen, habe ich super Stress, mein Herzschlag geht hoch. Ich drifte eine Surrealität ab, so sobald ich einen Laden nur betrete, mache alles nur noch automatisch und nicht wirklich bedacht. Die war da vollständig noch da, da habe ich noch nichts dran arbeiten oder ändern können. Mit diesen ganzen Herausforderungen musste ich dann trotzdem all diese anderen Herausforderungen bewältigen, ne? Einkaufen zu gehen, mich beraten zu lassen, weil es gab ja auch niemanden, der mir gesagt hat, was ich jetzt kaufen muss, zum Beispiel. Ganz komisch auf jeden Fall, aber irgendwie habe ich das geschafft. Als mein Vater die Diagnose bekommen hat, kurz danach, war eigentlich schon relativ schnell klar, dass es keine Besserung in Sicht ist. Also es war von Anfang an
jedem oder nicht jedem an sich klar, also bewusst war es im Kopf so direkt nicht, aber die Ärzte haben ihm noch 2 Monate zu leben gegeben. Nach dem Moment der Diagnose wurde von den Ärzten so zu uns kommuniziert, ey, 2 Monate und dann müsst ihr euch aufs Ableben einstellen. Du hast einen Menschen in deinem Leben, von dem du denkst oder erwartest, ja, der ist ja Teil meines Lebens und aus dem Nichts kommt so eine Diagnose und dir wird gesagt, in 2 Monaten ist vorbei. In 2 Monaten siehst du diesen Menschen nie wieder. In 2 Monaten kannst du nie wieder ein Gespräch mit ihm führen. Du weißt gar nicht, damit umzugehen. Du weißt gar nicht, klarzukommen. Ich kann mich auch an jede Situation, die ich euch hier erzähle, nur so wie Filmgeschichten erinnern. Es ist in meinem Kopf nicht so eine klare, zusammengegriffene Erinnerung, sondern es sind so Perspektiven aus dritter Sicht, die ich sehe. Das klingt total dumm, aber zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe mit meiner Mama vor dem Krankenhaus, das ist für mich so aus dritter Perspektive wie so ein Drohnenshot, obwohl es gar nicht möglich ist, weil ich das gar nicht gesehen habe. Aber in meinem Kopf ist es irgendwie so abgespeichert. Ich weiß aber nicht warum. Zu der Perspektive, die, wie sie aus meinen Augen ist, erinnere ich mich gar nicht. Die ist einfach nicht da. Bitte wundert euch nicht, ich habe mir so ein kleines Skript geschrieben. Oder was heißt Skript? Ich habe die heftigsten Punkte zusammengefasst, um eine klare Linie durch dieses Video führen zu können. Und deswegen gucke ich hier wahrscheinlich manchmal auf dem Monitor vor mir. Mein Papa war dann in der Intensivpflege und da haben wir ihn dann immer besucht und wir haben ihn so 2-3 Mal die Woche mit nach Hause genommen und da hat er dann so Gartenarbeiten gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Er wollte nie chillen, er wollte nie sitzen, er wollte sich einfach mal entspannt auf die Terrasse sitzen und einfach gucken, sondern er wollte immer was im Garten machen. Immer irgendwie Unkraut zupfen, Steine sauber machen, Steine tragen, umgestalten, Rasen mähen, Hecke scheren, all sowas. Das war immer so voll sein Ding und das hat er auch immer gemacht. Ja, und dann innerhalb dieses ersten Monats, sag ich mal, war, boah, wie beschreibt man das am besten? Die Belastung war unsagbar groß. So, ich hatte meine Ausbildung als Hotelfachmann, habe ich die gemacht. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. So, ich habe so oder so auch vor der Diagnose schon mit der Ausbildung gekämpft, weil ich habe gesagt, okay, ich muss irgendeine Ausbildung machen. Ich habe die jetzt angefangen, ich will die zu Ende bringen, ich will eine Ausbildung in der Tasche haben. Ich hatte halt Schichtdienst, mein Ausbildungsgehalt war total wenig, so, da konnte ich meiner Mutter hier auch nicht wirklich unter die Arme greifen. Ich muss auch mir selber eingestehen, in dem Moment war ich super stur. Kann man das sagen? Ich habe so gesagt, jo, die Situation ist, wie sie ist, aber ich will mein Leben nicht groß verändern, also ich habe gar nicht verstanden, dass die Situation ist, wie sie ist. So, ich habe gar nicht verstanden, was das heißt. Ich habe gar nicht eingesehen, mein Leben jetzt so doll zu verändern, aufgrund eines Schicksalsschlags, den ich nicht beeinflussen konnte. Was so im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke, wirklich egoistisch ist und dumm. Ist halt passiert, wie es passiert ist. So. Und so gebe ich euch die Geschichte halt wieder. Mein Vater hat dann nach der Diagnose, ich weiß nicht mehr in welchem Zeitabstand, auf jeden Fall kam eine Bestrahlung in Frage und mein Vater wollte diese machen, ist dann in Begleitung von meiner Schwester zu der Bestrahlung gegangen und es war eine Direktbestrahlung auf den Kehlkopf, also direkt hier drauf im Prinzip. Dadurch wurde der Krebs im Prinzip verlangsamt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dadurch wurde ihm nochmal, ich glaube, 2 Monate Lebenszeit eingespielt. Aber jetzt nicht, also nicht so, dass du hättest sagen können, okay, er wird wieder gesund. Das war nie im Raum, sondern der Raum oder der Spielraum ging immer so, yo, wir können die Bestrahlung machen. Du wirst auch Schmerzen dadurch haben und auch an sich mehr Lebenszeit, aber es wird nie weg sein. Er hat dann die Bestrahlung mit meiner Schwester gemacht. Hatte dann an sich auch mehr Lebenszeit und ich würde auch sagen, eine auf Langzeit gesehen gesteigerte Lebensqualität. Aber trotzdem ging halt sein kompletter Hals kaputt. Also er hatte dann hier einen Verband. So, man nennt es dann Loch. Also so habe ich es genannt, Loch im Hals. Das hat alles Fachbegriffe. Bitte seid mir nicht sauer, wenn ich sie nicht nenne. Ich weiß sie auch einfach nicht. Wo er immer den Tumor oder Eiter oder so absaugen musste im Prinzip durch das Loch im Hals. Und du hast nach der Bestrahlung auch gesehen, dass der komplette Hals so mäßig in sich selbst zusammengefallen ist, kann man das sagen. Also das sah geisteskrank aus, das kannst du in Worte gar nicht zusammenfassen. Nach dieser Bestrahlung hat er irgendwann die Fähigkeit verloren zu sprechen tatsächlich. Und ich glaube, das war mit dann einer der emotionalen Tiefpunkte, die ich dann irgendwann hatte, die am allertiefsten waren. Da war spätestens der Punkt, wo wirklich klar war, okay, diese Situation, wie sie ist, ist unveränderlich. Sie ist anders als alles, was ich in meinem Umfeld kenne. In meinem Umfeld, ich kenne niemanden, der sowas Ähnliches durchlebt hat, außer meinen Kollegen Steve, wo du dich dann auch irgendwann fragst, so, warum denn? Also warum bei mir? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben nie was Schlechtes gemacht.
Und mit niemand was Schlechtes. Ich meine nie was Schlechtes. Ich habe nie Sachen gemacht, die ich heute bereue. Ich habe nie Sachen gemacht, bei denen ich sage, yo, die waren total scheiße, die waren schlecht oder die haben Menschen also krass verletzt oder wo du wirklich sagen musst, die waren schlecht, also schlechter als so man das Normalbild von Moral hat. Ich war immer der Mensch, der gesagt hat, ey, wenn ich Positives gebe, kriege ich Positives vor dem Leben zurück. Wenn ich positiv bleibe, in egal welcher Situation, und auch vorher hatte ich Situationen, die mich krass belastet haben, habe ich gesagt, okay, wenn ich trotzdem positiv bleibe, trotzdem lache, den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zauber, werde ich irgendwann vom Leben belohnt. Obwohl ich nie was Negatives gemacht habe, nie was Schlimmes, nie was Menschen krank verletzt hat in großer Masse, kommt so eine Diagnose, wo du dir denkst, Digga, warum, so, womit habe ich das jetzt verdient? Ja, das war dann auch die Zeit tatsächlich, vielleicht erinnern sich da manche dran, vor 2 Jahren hatte ich eine 6-monatige YouTube-Pause. Das war tatsächlich genau die Zeit, oder 4 Monate oder so. Auf jeden Fall habe ich eine sehr lange YouTube-Pause gemacht und habe nur immer mal ein Video hochgeladen, wenn es mir gepasst hat, sonst nie, weil ich diese Zeit genau dafür genutzt habe, damit umzugehen, mit meinem eigenen Kopf, mit meinem eigenen Gewissen klarzukommen, mit meinem Privatleben klarzukommen, weil sich so viele Sachen plötzlich verändert haben, was ich hier, glaube ich, in Worten auch gar nicht rüberbringen kann, das ist wie jetzt auf gleich 180 Grad wechselst du von dem gesamten Leben. Und ich habe es auf Social Media nie, außer ich glaube in 2 Insta-Stories und einmal oder zweimal in einem TikTok groß thematisiert. Nie, weil ich gesagt habe, ich muss damit erstmal klarkommen, bevor ich es irgendwie jemandem erzähle oder darüber rede. Er hat dann 3 Monate, glaube ich, schon weitergelebt, oder vielleicht war es auch schon der 4., ich kann es euch nicht mehr sagen. Und da kam dann auch irgendwann die Frage so, ist es jetzt irgendwann vorbei? Was ist jetzt? Warum lebt er länger, als die Ärzte uns sagen? Wir haben es gar nicht verstanden so. Oder nach den ersten 2 oder 3 Monaten irgendwie so kam mein erster richtiger Tiefpunkt. Ne? Ich war prinzipiell in der Ausbildung. Ich war in einer Ausbildung, die mir nicht wirklich gefallen hat. Ich habe nicht genug Geld verdient, um meiner Mutter wirklich richtig zu helfen. Das hat mich total angekotzt. Dazu habe ich mein absolutes Hobby, das, wofür ich eigentlich mein Leben schon immer gebe. Und zwar ist es halt bei mir YouTube. Das ist wie meine Art der Befreiung. Ich liebe es, Videos zu produzieren. Ich liebe es, Content zu machen, der unterhält. Genau das habe ich ja in diesem Zeitraum nicht mehr gemacht. Ich hatte nichts mehr, was mich so therapiert hat, außer mein Motorrad. So dumm es klingt, das Einzige, was ich hatte, war Motorrad zu fahren. Neben der Ausbildung, die mich angekotzt hat, war dann auch einfach das Problem, bei uns zu Hause ist der Kühlschrank kaputt gegangen, tatsächlich. Und es war halt aufgrund der Diagnose von meinem Vater, ne, ein komplettes Einkommen fällt weg. Hier zu Hause war das Problem, wir hatten nicht das Geld, um einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Das ist eine Situation, du bist zu Hause, was machst du ohne Kühlschrank? Ne? Eine Sache, die ich vorher nie erlebt hatte. So, wir hatten immer einen Kühlschrank, der war nicht immer gefüllt. So. Es war nicht immer so, dass ich im finanziellen Superwohlstand gelebt habe, aber wir hatten einen Kühlschrank. Der ging dann nicht mehr. Der ging nicht mehr. Und jetzt das dicke Ding, ich konnte nicht mal meiner Mutter finanziell helfen und sagen, yo, ich hol uns einen neuen Kühlschrank, weil ich das Geld nicht hatte, weil ich in der Ausbildung war, weil ich nicht wusste, wie soll ich an mehr Geld kommen, was soll ich machen jetzt in der kurzen Zeit, wie soll ich jetzt so kurzfristig Geld, wo soll ich es hernehmen? Keine Ahnung. Und dann haben wir hatten noch einen uralt Kühlschrank, einen von 1990 oder so, komplett versifft, den ich dann fertig gemacht habe und irgendwie rausgeputzt habe, dass man ihn irgendwie so ein bisschen benutzen konnte, den wir dann reaktiviert haben. Erstmal als irgendein Übergang, weil du musst ja irgendwie Essen kühlen. Wie willst du dich sonst ernähren? Nicht nur das, sondern genau in der gleichen Periode, kurz bevor der Kühlschrank kaputt war, das habe ich so auf Social Media auch nicht geteilt, will ich auch hier gar nicht so genau thematisieren, weil es wenig mit der Story an sich zu tun hat oder wenig mit dem, was ich euch heute erzählen will. Ich habe mich in genau diesem Zeitraum verliebt, tatsächlich, so muss ich es einfach sagen. Ich habe mich in eine Frau verliebt, ich habe Gefühle für eine Frau aufgebaut, über Monate hinweg, die ich in diesem Zeitraum kennengelernt habe. Die ich auch, oder wo ich, glaube ich, innerlich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass sie mich so rettet aus diesem Loch, dass sie für mich da ist, ne, und dass es alles so wundervoll ist wie in so Alltagsgeschichten, die man erzählt, wie in Filmen. Kurz bevor der Kühlschrank kaputt ist, habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass ich da halt mehr sehe als das, was vorher war. Und ja, diese Liebe, die ich da entwickelt habe, wurde aber nicht erwidert. Bedeutet, ich habe einen völligen Korb kassiert. Das halt on top. Also es war so, keine Ahnung, wenn ich für jemanden Gefühle aufbaue, das passiert in meinem Leben nicht oft. Das war, also das ist bei mir nicht alltäglich, wie wahrscheinlich die meisten auch wissen. Für mich war das was unglaublich Besonderes. Und dann on top
dieses Teil meines Herzens gebrochen zu bekommen, währenddessen ich meinen Vater gerade in sich selbst zusammenfallen sehe, dann komme ich nach Hause, dann sagt meine Mama mir, der Kühlschrank ist kaputt. So, dann stehe ich da, ich sag, Digga, ich bin der Sohn, ich bin der, der hätte helfen müssen. Ich bin der hätte das Geld haben müssen oder wenigstens zurückgelegt haben, was haben müssen, um zu helfen. Und ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich war aussichtslos. So, und dann sehe ich meinen Vater zusammenfallen. Der Kühlschrank ist kaputt. Ich weiß nicht, wohin ich soll mit Essen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Und dann komme ich nach Hause, also wurde abgelehnt von einer Frau, in die ich mich verliebt habe, Digga. Und dann bin ich auf Arbeit gefahren. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich bin auf Arbeit gefahren zu einer Spätschicht. Und es hat mich sowieso total angekotzt, dieser scheiß Schichtdienst, Digga. Dieser fickte Schichtdienst, Digga, immer früh Spätschicht hatte ich Einteilungen in meiner Ausbildung und bin dann zu 17 Uhr, war das glaube ich, zur Spätschicht gefahren und bin da hingekommen und ich war abgefuckt von allem, Digga, von allem, also von allem meine ich von allem, so, alles war scheiße. Es gab nichts Positives mehr an meinem Leben. Ich habe mit dem größten Hobby, was ich über Jahre gepflegt habe, aufgehört in dem Moment. Ich wurde von der Frau, von der ich gehofft habe, dass sie mich aus dem Loch holt, in dem ich bin, abgelehnt und weggekorbt so. Ich sehe meinen Vater, tagtäglich habe ich meinen Vater zusammenfallen sehen, so. Und ich kann meiner Mama nicht helfen, Digga. Holy shit. Also, man muss aber auch dazu sagen, ich habe mich da selber auch reingebracht, ne? Also, das ist nichts, was das hätte ich beeinflussen können, so, dass ich hätte wenigstens meiner Mama helfen können. Das sind Teile, die ich hier auf Social Media nie geteilt habe. So, für euch war, da draußen war ich wahrscheinlich immer der positivste Mensch, weil ich wollte diese Teile auch nie teilen, weil ich sage, Digga, jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat sein eigenes Laster, mit dem er zu kämpfen hat. Und niemand muss mit extra Lasten von anderen belastet werden, weil ein jeder Mensch in unserer heutigen Gesellschaft teilt unglaubliche Lasten, die einfach auf seinen Schultern liegen. Wenn ich Videos mache, habe ich gesagt, wollte ich trotzdem Dinge machen, die positiv sind, die Menschen aufmuntern, die Menschen eine Hoffnung für ihre Zukunft geben, für ihr Leben geben, die Stärke ausstrahlen, auch wenn ich es in dem Moment 0,000% war, Digga. Auch wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht. Es war wie, ich habe immer gesagt, es war wie ein Tunnel, durch den du rennst und du siehst am Ende kein Licht. Nicht mal ein bisschen. Du rennst und rennst und rennst Stunden über Stunden. Es kommt kein Licht. Du rennst weiter. Du siehst kein Licht. Du siehst keinen Bergauf. Du läufst entgegen des Lichtes. Du siehst nur Dunkelheit auf dich zukommen. Immer weiter und immer weiter. Auf jeden Fall bin ich dann abends auf Arbeit gefahren zu meiner Spätschicht. Ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, Digga. Ich bin auf Arbeit gefahren und ich komme in die Umkleide und ich musste mich vor der Schicht umziehen. Meine Schwester hat mir sowas total Banales geschrieben. Sie hat mir einfach nur geschrieben, ob ich meinem Papa morgen die Zeitungen bringen kann, weil er wollte jeden Tag Zeitungen haben. Und wir haben ihm natürlich jeden Tag Zeitungen in die Pflegeeinrichtung gebracht. Und das ist, was so total klein ist, was so, wo ich jetzt sagen würde, ja, na klar, Digga, hä, gerne mache ich das, ist doch gar kein Problem. Aber in dem Moment, diese Nachricht in Bezug auf alles, was davor passiert ist, war so unglaublich viel und so viel zu viel. Es war viel zu viel für mich irgendwie. Aber auch plötzlich, wie aus dem Nichts kam alles, mit einmal alle Gedanken kamen in meinem Kopf und es hat sich alles so zusammengefasst, dass alles so scheiße ist. Wie scheiße mein Leben ist, Digga. Es hat mich so angekotzt. Und aus dem Nichts ist wie mein Körper zusammengefallen. Als hätte mein Kopf so abgeschaltet. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich habe an nichts mehr gedacht. Emotionale Leere. Ich hatte auf nichts mehr Lust. Mein Herz war leer. Ich habe nichts mehr gefühlt. Keine schlechten Gefühle, aber auch keine positiven. Also einfach kein Gefühl da in meinem Körper. Und da habe ich mich angezogen. Die erste Situation, die für mich sinnvoll erschienen ist, war, ich habe mich auf den Boden gelegt. In der Umkleidekabine, bei mir auf Arbeit, habe ich mich auf den Boden gelegt und an die Decke gestarrt. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich kein Gefühl mehr für Zeit oder irgendwelche anderen Dinge hatte. Ich kann nicht sagen, wie viel Zeit da vergangen ist, aber ich lag auf dem Boden und habe einfach an die Decke geguckt und nichts gemacht. Gar nichts. Und ich habe nichts gefühlt. Ich habe kein Gefühl für Zeit gehabt. Ich hatte keine Gedanken im Kopf. Nichts. Ich lag da einfach, Digga. Als wäre mein Körper komplett regungslos ist. Als hätte ich keine Persönlichkeit mehr. Als wäre ich einfach nichts. Als wäre ich ratlos in der Welt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich bin dann irgendwie aufgestanden und habe einfach noch meine Schicht durchgeprügelt, ohne jegliche Art der Emotion. Ich war einfach da und habe einfach die Tätigkeiten getan, die ich immer getan habe. Habe aber auch am gleichen Abend realisiert, dass ich muss was anders machen. Habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich will mich nicht in diesem Loch verlieren, weil ich weiß, dass ich als Mensch, oder ich wusste immer, keine Ahnung, ich wusste immer, dass ich als Mensch zu. Ich habe mich zu wichtig gefühlt. Ich habe gedacht, das, was ich bin, ist zu wichtig, um es zu verlieren. Wegen diesem
Kampf, das, was ich durchlebt habe, ist zu hart, um deswegen jetzt aufzugeben. Okay? Und dann bin ich nach der Schicht nach Hause gefahren und habe gesagt, ich muss was ändern. Das Einzige, was mir als sinnvoll erschienen ist, ist, ich habe mich krank schreiben lassen. So, ich bin zum Arzt gegangen, ich habe gesagt, ich komme mit allem nicht mehr klar, es ist alles zu viel, auch auf Arbeit, ich habe ja nichts mehr gefühlt, es bringt auch nichts, wenn du selber daran kaputt gehst. Und dann habe ich gesagt, es ist alles zu viel, ich weiß nicht mehr mit mir selber weiter und habe mich erstmal krank schreiben lassen. Ab dem Moment habe ich gesagt, ich muss es schaffen, mein Leben in den Griff zu kriegen und ich will meinem Vater noch in seiner Lebzeit im besten Fall, wenn er das schafft, zeigen, dass ich nicht nur irgendein Typ bin, der irgendeine Ausbildung macht. Ich weiß, also ich wusste, dass ich mehr als das bin, aber ich wollte auch zeigen können, dass ich mehr als das bin. Ich wollte belegen und zeigen können, das, was ich bin, ist mehr als das, was ich zeige bisher. Auf jeden Fall habe ich mich dann erstmal krank schreiben lassen, bin erstmal mit mir selbst irgendwie klargekommen, habe den Stoff, den ich in meiner Ausbildung verpasst habe, nachgeholt zu Hause, habe dafür gelernt und habe gesagt, okay, der erste Schritt, den ich gehen will, um das zu zeigen, ist, meine Ausbildung im besten Fall noch in der Lebzeit von meinem Papa fertig zu machen. Zu sagen oder ihm zu zeigen, hey, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, bevor du gehst, ich kann für Zukunft und Sicherheit sorgen, für mich und für meine Mama vielleicht. Die ersten Schlüsse, die ich dafür ziehen konnte, waren, die Ausbildung zu verkürzen, weil die Ausbildung an sich geht eigentlich 3 Jahre und ich wusste, 3 Jahre sind zu lang, diese 6 Monate sind zu viel Zeit. Die hat mein Vater vielleicht nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss jegliche Schlüsse ziehen. Wie verkürze ich meine Ausbildung? Von meinem Betrieb habe ich die Sicherheit bekommen, weil ich schon immer gut im Betrieb war. Ich habe schon immer gute Arbeit geleistet. Die haben gesagt, kannst du machen, du musst nur mit der Berufsschule das abklären. Und in der Berufsschule, ich habe immer total schlechte Noten in der Berufsschule gehabt, weil sie mir 0,0 wichtig waren. Also gar nicht, weil Berufsschule ist ja generell unwichtig. Ich hatte 4 Monate, glaube ich, Zeit, meine Noten zu verbessern. Von einem wahrscheinlich 4er-Durchschnitt, ich brauchte einen 2,5 oder 2,5er-Durchschnitt, um die Ausbildung verkürzen zu können. Und dann habe ich angefangen, für die Berufsschule zu lernen, wie ein Wahnsinniger, Digga. Als wäre es ein Staatsexamen, habe ich daraufhin gelernt. Und habe mich in jeglichen Fächern auf eine 1 verbessert, wenn ich nur also eine 2 und Einsen hatte, dann einen Durchschnitt von einer 2. Später im Verlauf konnte ich die Ausbildung verkürzt, weil ich gesagt habe, ich muss dafür was machen, bin dann zur Berufsschule erschienen, habe mich in den Arbeitsstunden oder in der Arbeitszeit an sich in diesen 2 Wochen aber krank schreiben lassen, weil ich es hätte mental auch gar nicht gepackt. Das war aber auch alles mit meinem Ausbildungsbetrieb abgesprochen und habe gesagt, okay, alles, was ich habe, setze ich jetzt da dran, diese Ausbildung frühzeitig zu beenden und meinem Papa nochmal eine Freude aufs Gesicht zu zaubern und zu sagen, hey, ich habe hier eine abgeschlossene Berufsausbildung. Aber nicht nur das, ich habe dann auch wieder angefangen, YouTube-Videos aufzunehmen und zu produzieren. Die sind dann alle erst später erschienen, aber ich habe sie in der Zeit, wo das passiert ist, gemacht. Die habt ihr vielleicht gesehen und auch da habe ich mir nie was anmerken lassen von der Situation. Habe immer versucht, halt Stärke auszustrahlen, weil ich wollte mir auch nichts anmerken lassen, weil was bringt es, diese Negativität auf alle anderen abzufärben? Ich wollte es mit mir ausmachen und trotzdem versuchen, den Menschen um mich rum ein gutes Leben zu verschaffen und Positivität, sie von ihrem Alltag abzulenken, das war eh immer mein Ziel. So in meinem Leben, bevor die Diagnose kam, habe ich gesagt, ey, Menschen durchleben genug Scheiße, Menschen haben ein beschissen genügendes Leben, ich will versuchen, was zu machen, was sie aus dem, was sie durchleben, rausholt, was für sie eine Ablenkung und eine Hoffnung zugleich sein kann, okay? Irgendwann kam dann der Tag, dass mein Vater noch einen Geburtstag feiern konnte, von dem niemand, auch die Ärzte, nicht dachten, dass er diesen überhaupt noch erleben wird. Und ich werde nie vergessen, ich kann nicht viel, okay? Also ich bin vielleicht nicht versiert in Krankheiten und in dem, was mein Vater hat. Ich konnte ihm auch nicht viel bei den Schmerzen, die er durchleben musste oder so helfen. Aber wenn ich was konnte, war es Sozialkompetenz. Und wenn ich was konnte, war es Menschen zu mobilisieren für eine Sache, die sie alle bewegt, okay? An diesem Geburtstag hat meine Schwester mir damals geschrieben. Sie hat mir geschrieben auf WhatsApp, ob es nicht möglich wäre, so eine Art Motorradausfahrt für ihn zu organisieren. Ne? 10, 15 Motorräder, die dann mit ihm zum Geburtstagsort, wo der Geburtstag stattfinden wird, von der Pflegeeinrichtung aus, zu diesem Geburtstagsort zu fahren. Nichts besser als das. Das ist so die einzige Sache, die ich kann, war das. Dann habe ich natürlich gesagt, ich organisiere Motorräder und es werden wahrscheinlich nicht nur 15. Wie viele konnte ich nicht sagen, weil ich ja nicht wusste, wer alles kommt.
Und meinem Vater zu zeigen, dass das, was ich mache in meinem Internet, also er hat es ja immer so ein bisschen mitbekommen, ne? Ich habe hier drei Monitore stehen, ich habe hier eine komplette Ecke. Er hat es immer mal so mitbekommen, aber er hat es nie verstanden, was ist dieses Internetzeug, was du da eigentlich machst, hobbymäßig, was ist das überhaupt? Und um zu zeigen, dass es nicht nur irgendwas ist, was ich mache, was kein Aspekt meines Lebens hat, so was nicht wichtig ist, sondern dass das, was ich mache, für manche Menschen wirklich wichtig ist, habe ich dann über Instagram einen Aufruf gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ich brauche mal bitte alle, die sich so melden können, die so Zeit haben, die Lust hätten, also ein Herzensprojekt von mir zu unterstützen. Und da haben sich dann tatkräftig viele Leute gemeldet, denen ich dann geschrieben habe, hey, yo, also das wusste, zu dem Zeitpunkt wusste niemand auf Social Media, dass mein Papa Krebs hat. Ich habe es nirgendwo gepostet, niemandem erzählt, die einzigen, die es wussten, waren meine engen Freunde. Sonst wusste es niemand. Und dann habe ich den Leuten, die sich gemeldet haben, geschrieben, yo, mein Papa hat Krebs, jetzt schon so und so lange und er lebt jetzt seinen letzten Geburtstag, habt ihr Lust zu kommen? Hier und da ist das Rideout, es war ein Dienstag. Es war ein Dienstag und ich habe am Sonntag diesen Aufruf gemacht. Am Sonntag, es war ein Dienstag unter der Woche und ich glaube, es waren 16 Uhr oder so. Und ich habe auch meine Freunde, tut mir leid, das ist alles bisschen viel, darüber habe ich so noch nie geredet. Ich habe dann auch meine Freunde gefragt, ob die natürlich auch Zeit hätten und Real Talk, all meine Freunde hatten Zeit, also alle Freunde, die ich heute zu meinem engen Kreis zähle, hatten irgendwie Zeit, hatten sich irgendwie die Zeit genommen, da auch hinzukommen. Der Aufruf fand am Sonntag statt und am Dienstag habe ich den Termin gemacht und dann haben wir uns am Dienstag getroffen und ich habe damals auch einen Motorvlog, wollte ich draus machen, ich habe das alles gefilmt und aufgenommen. Ich konnte aber, oder ich habe die Dateien irgendwann, weil ich einfach ein dummer Witter bin, habe ich die Dateien vom PC irgendwann gelöscht, bei irgendeiner Aktion, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die nicht mehr da. Also wirklich leider, weil das war ein unglaubliches Event, denn am Ende haben sich nicht nur 15 Motorräder gefunden, sondern vor Ort waren 85 Motorräder. Es waren 85 Leute, die gekommen sind durch das, was ich vorher immer gemacht habe, durch die Videos, die ich vorher gebracht habe, die sich zu mir verbunden gefühlt haben und gesagt haben, okay, diese Situation will ich unterstützen. Es sind 85 Leute auf diesem Parkplatz aufgetaucht. Alle meine Freunde waren da, also alle engen Freunde waren da. Es war der Tag, an dem ich meinem Vater endlich zeigen konnte, dass das, was ich mache, nicht nur irgendwas im Internet ist, sondern dass es Leute bewegt, dass es Leute gibt, die sich auf den Dienstag Zeit nehmen, sich für mich da zu versammeln, um da eine coole Sache für meinen Vater zu machen. Und ich glaube, es war auch der letzte Tag, an dem mein Vater wirklich mal seine Schmerzen vergessen hat und all das, was in diesem Scheißleben passiert ist, sondern wirklich einfach nur für den Moment gelebt hat. Sogar Chris ist gekommen, also Kulewu, der war auch da. Und dann sind wir mit 85 Motorrädern in Kolonne mit meinem Vater zusammen im Auto. Ihr seht hier mal Bilder, Videos, die ich euch hier mal einblende am Rand. Bilder und Videos sind wir in Kolonne mit meinem Vater zusammen zu meiner Schwester gefahren und haben dann noch seinen letzten Geburtstag gefeiert. Es waren 85 Bikes, ich war unglaublich dankbar und ich glaube auch, das war der Tag, wo ich mir am meisten zurückhalten musste, nicht vor allen Leuten in Tränen auszubrechen und komplett zusammenzubrechen, weil es so krank emotional war, weil es so viele Leute waren. Es war so ein unglaublich heftiger Tag, den mein Vater seitdem nie wieder vergessen hat. Er hat mich ganz oft nach den Videos gefragt. Er hat ganz oft gefragt, ob er die mal mit Musik hinterlegt haben kann und. So, weil ihn auch das so in Erinnerung geblieben ist. Ein Tag, der wirklich unvergesslich war. Und vor allem, als wir da bei dem Haus angekommen sind, hat auch einer von meinen Kumpels einen 6. Gang Burnout gemacht. Es war eine riesige Rauchwolke. Meine Nichten waren da, meine Großeltern waren da. Es war einfach schön zu sehen, dass man das mobilisieren konnte. Dass das so umsetzbar und möglich war. Und für ihn war es, glaube ich, ein Ereignis, was er bis zu seinem Tod niemals vergessen hat. Was geisteskrank ist, wofür ich einfach Danke sagen muss, dass ich mittlerweile solche Möglichkeiten hatte, das so zu tun. Das ist geisteskrank. Und auch Dank an jeden, der da war. Das ist für mich war das so ein großes Ding einfach. Der Geburtstag verlief dann für meinen Vater eher so semi, sage ich mal, weil er hatte dann halt irgendwann unglaubliche Schmerzen. Er ist aber trotzdem da geblieben bei der Feier, weil er einfach dabei sein wollte, glaube ich. Er wollte das einfach sehen. Du konntest nicht mehr viel mit ihm reden. Er hat nicht mehr viel aufgenommen, weil er einfach wahrscheinlich komplett fertig war von all dem, was ihn körperlich belastet hat. Also reden hättest du eh nicht mit ihm können, wenn er hätte schreiben können. Aber so oder so war der Tag für ihn schöner. Steve ist dann auch noch bei dem Geburtstag mitgeblieben und hat ihn mitverbracht. Das war so ein eigenes oder einprägendes Ereignis, würde ich sagen. Mein Vater hat dann tatsächlich noch länger überlebt, als die Ärzte eigentlich gedacht haben. Angesetzt waren dann mit dieser Bestrahlung 4 Monate, glaube ich, oder lass es 5 Monate sein oder 6 Monate. Auf jeden Fall hat er dann selbst nach diesem Tag
noch weitere 6 Monate draufgelegt. Das war dann Monat 8 oder 9 der Diagnose. Er hat dann noch ein Weihnachten mitfeiern können. So, er hat zahlreiche Momente noch zu Hause miterleben können, die wir zu Hause erlebt haben. Trotz all dieser Schmerzen, du hast langsam gesehen, wie sein Körper in sich zusammengefallen ist. Und ich glaube, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, egal welchen Menschen es ist, ihm zu zeigen, wie ein geliebter Mensch zusammenfällt in sich selber. Du hast gesehen, wie er angefangen hat, nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen, wie er immer weiter abgemagert wurde, weil er nicht mehr essen konnte, er konnte nicht mehr schlucken, so wegen diesem Loch im Hals, er konnte nur noch über Schläuche ernährt werden und all so eine Scheiße. Schwierige Zeit, sag ich mal, vor allem Weihnachten und so. Silvester zum Beispiel, wusste ich nicht, soll ich Silvester bei meinem Vater bleiben? Will er Silvester mit uns feiern? Will er vielleicht Silvester alleine bleiben, weil er halt ein Mensch ist, der das alleine verarbeitet? Ich habe dann mit ihm drüber gesprochen und er meinte zu mir, ich soll das Silvester woanders verbringen, ich soll woanders hinfahren. Und er macht sein Ding, weil ihm das wichtig ist. Natürlich habe ich das dann gemacht, wenn er mir das so sagt. Auch wenn ich jetzt im Nachgang, muss ich sagen, glaube ich, lieber an dem Silvester bei ihm geblieben wäre. Ich glaube, das wäre das Richtige eigentlich gewesen. Habe ich nicht gemacht. Dumme Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall hat meine Schwester aber mit ihm das Silvester lang gefeiert. Genau, sie war dann an dem Tag für ihn da, ich nicht. Ich muss aber auch sagen, das war zu viel einfach alles. Also es war so viel das zu sehen, zu durchleben, es war so, so hart, wo ich gesagt habe, Silvester ist so ein Ding, wo ich diesen einen Tag wieder in so eine Normalität kommen kann, wo ich mit meinen Freunden sein kann, die mir Stärke, die mir Kraft geben, die mir eine Bedeutung geben, warum das Leben lebenswert ist, weil in diesen Monaten, die dann ab dem Moment des Geburtstags bis dahin vergangen sind, ich habe nichts gefühlt. Es war eine Leere in mir, es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Emotionen, ich fühle mich schlecht, sondern es war nichts, es war wie ein Film, als würde ich einfach nur handeln aus, ja, als wäre ich einfach nur da. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dieses Silvester war trotzdem wichtig zu sehen, wofür es sich zu leben lohnt. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern, egal wie sehr ich es wollen würde, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Aber im Nachgang, vielleicht könnt ihr es euch mitgeben und dann nehmt solche Sachen mit euren Liebsten, auch wenn sie sagen, nein, ihr sollt irgendwas anderes machen, nein, sagt, ihr wollt mit ihnen sein, ihr wollt da sein, ihr wollt das machen, macht das unbedingt, macht nicht was anderes, vertraut mir, macht nicht was anderes. Ich muss dazu sagen, ich habe mich sehr von vielen Freunden nicht distanziert, würde ich sagen, aber ich hatte oft das Problem, dass ich so emotionslos war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mich heute nicht treffen, ich kann heute, ich muss mich um meinen Vater kümmern. Wenn ich Freunde gesehen habe, war es vielleicht einmal alle 2 Wochen. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, weil es haben sich die Freunde, die wirklich echt sind, rauskristallisiert. Die Freunde, die das verstehen, sind die, die für immer an deiner Seite bleiben werden. Ich konnte nichts mehr geben. Ich hatte keine Kraft, um für meine Freunde da zu sein, Probleme anzuhören oder sonstiges. Ich war voll. Ich war überreizt von all dem, was mir widerfahren ist. Ich musste mit mir selber lernen, klarzukommen. Und mit der Situation umzugehen, so aller 2 Tage wurde mir aufgezeigt, wie scheiße das Leben sein kann, weil ich meinen Vater sehen musste, der in sich selber zusammenfällt, weil das Leben ihn einfach gekickt hat, obwohl er nichts dafür konnte. Wenn du das immer siehst, immer wieder, immer wieder, immer wieder, es ist zwar schön, die Zeit mit ihm zu verbringen, aber trotzdem kriegst du emotional so ein Ding weg. Ich habe das auch meinen Freunden so gesagt, also ich habe gesagt, ich kann nicht so viel Zeit mit euch verbringen, ich habe mit mir selber zu tun, es tut mir leid, so es geht nicht anders und die Freunde, die heute noch da sind, nachdem dieser ganze Kampf gemacht worden ist, von denen weiß ich, die sind wirklich, das sind Freunde, Freunde, Freunde. Versteht ihr, wie ich meine? Die verstanden haben, dass dieser Kampf so unglaublich anstrengend und viel ist, dass ich nun mal für einen langen Zeitraum, es waren ja 8, 9 Monate, wo ich habe auch immer gesagt, wenn man mir Probleme erzählt, habe ich gesagt, sag mir nicht so, es ist zu viel. Ich werde dir nicht helfen können. Ich kann nichts aufnehmen. Mein Kopf ist gefüllt mit allem, aber dann noch was reinzustecken, es bringt nichts. Ich werde dir auch keine Advices geben können. Ich bin eigentlich ein Mensch. Ich gebe, wenn mir jemand von Problemen erzählt, sehr gute Lösungsoptionen. Ich sage, ich versuche mein Bestes zu geben, Probleme zu lösen. Aber in diesen Momenten ging gar nichts mehr. Also mit nichts, natürlich nichts. Es ging gar nichts mehr. Irgendwann dann im November war das, glaube ich, dann, ist es passiert, dass ich meine theoretische Prüfung hatte für meine Ausbildung, die theoretische, die Praxis war 2 Monate später, die theoretische fand da schon statt. Da weiß ich noch, bin ich im Schnee hingefahren, im kompletten Schnee und habe mich in diesen Ausbildungssaal gesetzt und für mich war diese Prüfung
so unglaublich wichtig, Digga. So unglaublich wichtig, weil ich wusste, was daran hängt. Wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, werde ich meinem Vater nie wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können, aufgrund dessen, was ich schaffe. Ich habe vorher Wochen gebüffelt. Und mit Wochen meine ich, ich bin hefterweise durchgegangen. Meine einzige Option, warum ich dieses Leben noch gelebt habe, war zu lernen, um meinem Vater noch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und ich habe gelernt wie ein Wahnsinniger und bin dann aus der Prüfung raus, hatte ein gutes Gefühl an sich schon und habe dann bestanden mit, keine Ahnung, auf jeden Fall super. Also ich glaube eine 2 oder so war das. Also ich bin super da durchgekommen, habe bestanden. Konnte das dann meinem Vater erzählen, das war schon Punkt 1, wo du wirklich aus den Schmerzen heraus, ihn da rauszubringen, diese Schmerzen, die er hatte, die er alltäglich hat, diese Lebenssituation alleine, wenn ich mir das vorstellen müsste, wenn ich mich heute versuche, da reinzuempfinden, du kannst dich nicht reinempfinden. Du lebst auf den Tod hinaus. Das war er ja. Und trotzdem war er immer positiv. Er war immer stark. Er hat gekämpft und er hat auch so unglaublich viel länger gelebt, als Ärzte es gesagt haben. Er war trotzdem immer am Start. So, er hat dir trotzdem zugehört. So, er hat sich trotzdem für dich interessiert, obwohl er so viel selber mit sich zu kämpfen hat. Es war geisteskrank, was dieser Mann geschaffen hat. Okay? Ihm da ein Lächeln rauszuzaubern, ist gefühlt unmöglich zu gewesen, dass er wirklich echt gelacht hat. Also wirklich, ich meine, echtes Lachen. So, und als, ich weiß noch, ich habe ihn dann geholt, als ich ihn nach Hause geholt habe, ne, wo wir dann hier wieder im Garten irgendwas gemacht haben, da hat er dann, saß ich mit ihm im Auto und er meinte, wie die Prüfung lief. Ich gucke ihn an, ich sag, Theorie bestanden, bin ich durch. Und da hat er so ehrlich, echt mir auf die Schulter gehauen und so gesagt, ich bin stolz, also nicht gesagt, er konnte nicht mehr reden, aber er hat mit allen Sachen, die er konnte, symbolisiert, wie stolz er darauf ist, dass ich das geschafft habe und gelächelt, wo ich sage, Digga, jedes Lernen und jeder Kampf, den ich geführt habe, um da hinzukommen, obwohl ich dieses Tiefdown hatte, war es wert, da hinzukommen, das geschafft zu haben, weil ich weiß, mit wie viel Stolz ihn das erfüllt hat, okay? 2 Monate später zur Praxisprüfung bin ich in die Prüfung gegangen und es war ein Druck auf meinen Schultern, wie man das, glaube ich, mit keinem anderen Prüfling vergleichen kann. Also klar, Ausbildungsabschluss an sich ist was Hartes und was unglaublich Schweres, aber für mich war im Hintergrund, eigentlich war der Ausbildungsabschluss war für mich an sich irrelevant. Der war für mich gar nicht so wichtig, sondern für mich war das Wichtige, die Ausbildung abzuschließen, um meinem Vater das zu erzählen. Um zu sagen, hey, guck, ich hab's geschafft, ich hab die abgeschlossene Berufsausbildung. In der Zeit habe ich tatsächlich auch schon wieder Videos aktiv produziert und rausgebracht und es lief unglaublich gut, danke dafür. Die Positivität, die ich in den Videos rübergebracht habe und scheinbar der Vibe ist bei euch angekommen. Es war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich wollte schon immer, mein größter Traum, seitdem ich denken kann, war es, von Social Media zu leben, so dumm es klingt. Ich habe mit 12 damals angefangen, Minecraft-Videos zu machen, mit 12, das war vor 8 Jahren. Und ich habe gesagt, das Größte, was es für mich geben würde, wäre, ich muss nicht gut davon leben können, aber ich will von dem, was ich mache, von dieser Leidenschaft leben können. Und wenn ich es den ganzen Tag machen muss, ist es scheißegal, wenn ich es 7 Tage die Woche machen muss, ist es scheißegal, ich will davon leben können. Und genau zu diesem Zeitpunkt, warum auch immer, wo ich die Ausbildung abgeschlossen habe, lief YouTube die Videos und die Positivität, die ich ausschralle, lief so gut. Sie lief so gut, dass das Leben davon realistisch geworden ist. Und ich bin dann nicht nur in die Prüfung gegangen, damit meinen Vater stolz zu machen, sondern damit aus meinem Hobby meinen Beruf zu machen, weil ich wollte mich nach der Ausbildung dann, ich wollte einfach ins kalte Wasser springen und mich anfangen selbstständig zu machen, um auch meinem Vater zu beweisen, dass ich dafür die Fähigkeit habe, dass ich das kann, dass ich das schaffen kann. Dann bin ich in die Ausbildung gegangen, ich will meinen Vater schuldig machen, ich will die Ausbildung bestehen, ich will mich danach selbstständig machen, so, das hat alles an dieser Prüfung, hing alles an dieser Prüfung. Und ich bin reingegangen, habe im Vollfokus wie, als gäbe es keine andere Lebensoption für mich, diese Prüfung durchgezogen in der Praxis. Und bin dann aus der Prüfung rausgegangen. Es war abends, weil es November war, da war eh früh dunkel. Und ich gehe raus im Dunkeln und ich habe bestanden. Ich habe mich in mein eigenes Auto gesetzt, was ich mir auch in dem Zeitraum anschaffen konnte. Habe meinen Vater am nächsten Tag abgeholt und habe gesagt, ich habe die Prüfung bestanden. Und er war so unglaublich stolz. Trotz dieser harten Zeit, trotz diesem monatelangen Kampf, die er vorher hatte und die er auch zukünftig noch haben wird, er wusste, er wird irgendwann nicht mehr weiter können. Er wusste, da ist für ihn ist kein positives Ende. Es gibt kein positives Ende am Ziel dessen, was er durchlebt. Und trotzdem hat er diesen Stolz ausgestrahlt und war so, so schön, dass ich das geschafft habe. Und dann habe ich ihm von meinem Plan erzählt, dass ich mich jetzt selbstständig machen will. Davon war er tatsächlich erstmal nicht so begeistert. Davon war aber niemand begeistert. Der Einzige, der gedacht hat, dass das funktioniert, war Steve. Und alle anderen haben mir gesagt, nein, mach das nicht, mach den Beruf erstmal, geh erstmal ins Berufsfeld. Ich habe aber gesagt, ey, ich habe jetzt einen guten Schulabschluss, ich habe eine gute Ausbildung in der Tasche, ich habe Rücklagen. Wenn nicht jetzt, wann dann, es läuft gerade gut, warum soll ich es jetzt nicht versuchen? Warum nicht? Das habe ich auch meinem Vater so gesagt. Ja, danach habe ich mich tatsächlich wirklich
Vollzeit auf die Selbstständigkeit konzentriert mit all dem, was ich hier tue. So, hab gesagt, okay, ich versuch's einfach. Und wenn ich auf die Fresse fliege, dann gehe ich zurück in den Job, dann ist es so. Aber ich will's versuchen. Ich will wissen, dass ich's versucht habe. So, und so habe ich es meinem Vater auch erklärt und der hat mich natürlich, also wie auch immer, hat er mich positiv unterstützt und hat gesagt, versuch's. Aber wenn du es nicht schaffst, musst du arbeiten gehen. Und da habe ich gesagt, natürlich. Selbstverständlich mache ich das dann. Und ja, ich habe dann angefangen, mich selbstständig damit zu machen. Habe mehr Videos angefangen zu produzieren. Das habt ihr alles mitbekommen. Ich habe mehr Videos gemacht. Auf verschiedenen Plattformen angefangen, mich zu spezialisieren. Habe Partner ins Boot geholt. Und habe es dann tatsächlich, Stand heute bis jetzt, geschafft, hiervon zu leben und konnte das auch meinem Vater zeigen und nachweisen, dass ich die Fähigkeiten und die Möglichkeiten dazu habe, das so zu machen und von dem Hobby, was ich, seitdem ich 12 habe, ich saß hier immer am PC, wo ich 13, 14 war, das klingt vielleicht wirklich überemotional, okay, weil viele das nicht als echte Arbeit ansehen, aber ich habe Videos geschnitten bis nachts um 2, obwohl ich nächsten Tag zur Schule musste, weil es das war, was ich geliebt habe, okay. Und ich weiß auch, mein Vater hatte immer Nachtschicht, ist die Treppe runtergekommen und hat in mein Zimmer geguckt und hat gesehen, wie ich hier schneide, hat mich angeguckt, meinte, ich soll nicht allzu lang machen, ich muss auch schlafen. Und ich habe immer gesagt, ja, mache ich gleich, das ist aber, ich muss es hier noch zu Ende machen, ich will das fertig machen. Ihn dann zu sagen, 4 Jahre später, das ist, wofür ich hier nachts saß, wofür ich so lange nachts immer so viel gemacht habe, dass das, was ich hier am PC, was für ihn so ungreifbar erscheint, das ist, was Lebensunterhalt finanzieren kann. Es war geisteskrank und ich konnte ihm es ja nicht nur sagen, sondern ich konnte es ihm anhand der Zahlen sogar belegen. Ich konnte ihm zeigen, ich konnte ihm mein Konto zeigen und sagen, guck, das ist das. Das ist das, was ich da mache. Und da hat er dann auch angefangen, sich für die Videos zu interessieren, die ich mache, so für das, was ich halt so fabriziere, und hat es immer gefeiert. Er wollte die Videos davon haben, er wollte das sehen, er hat sich gefreut, diese Zusammenschnitte zu kriegen. Das war unglaublich. Unglaublich, wirklich. Ja, und dann irgendwann, er hat dann, glaube ich, 9 Monate gekämpft oder so, oder 10 Monate, wo du denkst, Digga, die Ärzte haben gesagt 2 Monate. Und dieser Mann, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, okay, aber dieser Mann ist im 10. Monat gewesen und hat hier im Garten noch mit uns Steine getragen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er war komplett abgemagert. Ihr müsst euch wirklich einen Körper vorstellen, Haut und Knochen. Mehr war da nicht mehr. Und trotzdem hat er noch diesen Lebenswillen und diese Kraft gehabt, das so zu machen. Ich kann mir bis heute nicht beschreiben, wie das ging oder wie er das gemacht hat, wo diese Kraft und dieser Wille herkam, okay? Aber auch irgendwann war ja logisch, das ist ja das, was ich gesagt habe, du wusstest, es gibt keinen Ausweg. Man hat natürlich unterbewusst immer so gehofft, vielleicht passiert dieses eine Wunder unter 1 Milliarden, der Krebs verschwindet und er kann weiterleben, aber er war schon so am Ende körperlich, dass es irgendwann mal klar, da passiert nichts mehr. Ich glaube dann so nach 10, 11 Monaten war das, hast du auch richtig angefangen zu merken, wie er körperlich nicht mehr konnte. Dann war das hier im Garten nicht mehr mal so, einfach so mal machen oder whatever. Er konnte einfach nicht mehr. Und das Problem war, ich glaube, er hat so ein Kämpferherz und so ein krankes Mindset gehabt, dass er das selber halt auch gar nicht so akzeptieren wollte. Also wir waren dann im Garten und dann hat er den Stein nicht mehr angehoben bekommen zum Beispiel. Und ist komplett ausgeflippt und wollte sofort wieder in die Pflegeeinrichtung zurück, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein. Und dann weiß ich auch noch, wir haben uns im Auto dann immer, also ich habe mich mit ihm unterhalten, ihm so Updates gegeben und so. Und dann hat er auch immer aufgeschrieben, also er musste dann halt schreiben, logischerweise, weil er nicht mehr reden konnte. Und hat dann auch aufgeschrieben, wie scheiße ist es eigentlich, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann diesen Stein nicht mehr anheben kann. So, und da kam dann der Moment, wo er angefangen hat, wirklich zu realisieren, oh scheiße, jetzt, es geht nicht mehr weiter. Ja, er ist dann immer so zunehmend körperlich schwächer geworden und irgendwann hat er von sich aus leider gesagt, dass er auch nicht mehr nach Hause so will, weil er sagt, er hat eh nicht die Kraft dazu. Ich weiß, ich habe ihn einmal geholt und dann hat er hier 15 Minuten geschafft vielleicht und hat dann sofort gesagt, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, es geht nicht. Wo ich ihn dann zurückgebracht habe, wo du dann wirklich gemerkt hast, okay, es ist langsam aber sicher ist es vorbei. So langsam aber sicher ist ein Moment angekommen, wo du merkst, der Mann, der ist am Ende. Logischerweise, wie soll es auch anders sein? So, wie soll es auch anders sein? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass diese Momente noch weniger für mich klar sind als alles, was ich jetzt vorher erzählt habe, weil es für mich natürlich auch härter wurde, so, weil ihr müsst euch vorstellen, es war mein Vater. Es ist der Mann, der dich so kräftig erzogen hat, wie du heute bist, und den siehst du nicht nur
nicht nur sagen, also wenn von heute auf gleich der Tod gekommen wäre, wäre es was anderes. Von heute auf morgen. So, das ist was völlig anderes, sondern du siehst ihn dahin vegetieren. Du siehst, wie er körperlich abnimmt. Wie er auch geistig nicht mehr plötzlich so auf dem Stand ist, wie er mal war. Wie er nicht mehr, nicht mehr reden kann, wie er nicht mehr schlucken kann. So, wie er plötzlich anfängt, die Steine nicht mehr heben zu können und auch selber, wie du siehst in ihm, wie er selber das erkennt und selber von sich enttäuscht ist. Die Enttäuschung in ihm selbst ist, glaube ich, das, was mich am meisten mit fertig gemacht hat, weil wir sitzen im Auto und du merkst einfach, wie gebrochen er ist, aber nicht aufgrund dessen, was ihm widerfährt, sondern weil er selbst enttäuscht ist von sich, obwohl er gar keinen Grund dazu hat. Aber ihn hat das halt so getroffen, sag ich mal, dass er gesagt hat, okay, das ist, ich bin einfach zu schwach geworden, so, und mich macht das selber fertig, weil ich weiß, dass ich das bin und das kotzt mich an, dass mein Körper das nicht mehr schafft. Ja, irgendwann ist dann die Phase gekommen, wo er dann halt gar nicht mehr nach Hause kommen wollte und konnte. So, wo er gesagt hat, ich schaff das nicht mehr. Er hat sich dann angefangen, er hatte überall Katheter, ihm ist, ich kann euch das medizinisch nicht ganz erklären oder sagen, aber ihm ist dann, er hatte hier irgendwas am Bauch immer und das hat er sich immer rausgerissen, so im Schlaf oder einfach so, weil ihn das angekotzt genervt hat, so, und dann musste er immer wieder ins Krankenhaus, zurück in die Pflegeeinrichtung, ins Krankenhaus, zurück in die Pflegeeinrichtung. Wir wissen, also ich weiß nicht, ob er das vielleicht gar nicht wollte oder ob das wirklich einfach so eine Reaktion war, so im Sinne von rausreißen. Und ich habe ihn auch gesehen ohne T-Shirt dann, ne, wo du dann in diese Pflegeeinrichtung gekommen bist. Und ihr müsst euch vorstellen, auf dieser Liege liegt ein Mann, teilweise wie ein kleines Kind, Digga. Also du siehst deinen Vater und er liegt da abgemagert, Haut und Knochen. Und er liegt auf dem Bett wirklich wie ein kleines Kind zusammengerollt und kriegt gar nichts mehr mit. Ne, und das siehst du und das sind Bilder in deinem Kopf, die siehst du und du gehst da raus und du denkst dir so, Digga, ist das real? Muss ich das sehen? Warum zeigt mir das Leben sowas? Warum denn? Und du hast ihn auch gesehen ohne T-Shirt, er hatte dann überall war irgendwas, ich weiß nicht, was da alles war, aber überall waren irgendwie Klebepads, Hals war zu, dann hier so ein fettes Ding, keine Ahnung. Überall nur noch Schläuche. Und da haben wir dann gemerkt, okay, irgendwann jetzt, was soll jetzt noch schlechter werden? So, was soll jetzt noch schlechter werden? Er hat sich dann wieder diese Sachen rausgerissen, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber er hat dann im Krankenhaus noch einen Geburtstag gefeiert, den zweiten, den die Ärzte nicht erwartet haben. Das war dann nach 14 Monaten, wo er einfach gekämpft hat, Digga, ein Kämpferherz, unbeschreiblich. Dieser Mann, unbeschreiblich. Vorbildlich, also unglaublich, unglaublich. Und nach 14 Monaten war er dann im Krankenhaus und es wäre an sich theoretisch noch eine Operation in Frage gekommen, die ihn hätte noch ein bisschen Lebenszeit gegeben, wo aber die Ärzte auch gesagt haben, er könnte bei der Operation sterben und selbst danach wird es nicht besser, sondern er lebt dann halt einfach nur. Und er lag auch auf der Liege nur noch unter absoluten Schmerzen. Ich war mit meiner Schwester und meiner Mama dann im Krankenhaus da. Das werde ich auch nie vergessen, Digga, weil er hat, ich weiß nicht, was er wollte, weil er konnte nicht mehr reden und er war auch übel auf Drogen die ganze Zeit, also er hat halt Schmerzmittel des Todes bekommen, also übertrieben und deswegen war er wahrscheinlich immer nur so in so einem übelsten Film, also er war auch gar nicht mehr im Kopf klar, weil er halt durchgehend auf Schmerzmitteln war, aber des Todes. Ja, dann bin ich mit meiner Schwester und meiner Mutter da gewesen. Ich weiß nicht ganz warum oder wie das passiert ist, aber er hat so, irgendwas wollte er, wir wussten nicht was. Und dann ist meine Schwester zu ihm gegangen, hat seine eine Hand genommen und ich bin zu ihm gegangen und hat seine eine Hand genommen. Und dann lag er einfach nur. Und dann lag er einfach nur, als hätte er so beide Hände in der Hand. Und ich weiß auch, ich hatte seine Hand in der Hand und es war so ein, ich kann euch dieses Gefühl nicht beschreiben, du hast diese Hand in der Hand und es war so, ich weiß es nicht. Als wäre er einfach nur gerade in dem Moment völlig glücklich und stolz auf das, was er in seinem Leben hinterlassen konnte. Und bei dieser Operation war dann halt die Frage, machen wir die Operation, machen wir sie nicht? Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, du hast auch gemerkt, er will nicht mehr kämpfen. Ihm war das alles zu viel. Er hätte Kanülen gebraucht und irgendwelche Katheter und alles. Und das hat er alles abgelehnt oder wollte er nicht machen lassen. Meine Schwester hat ihn dann immer noch gut überredet bekommen, das machen zu lassen, weil meine Schwester gesagt hat, ey, kämpf noch weiter. Aber du hast gemerkt, wir glaubten, er selber will das nicht mehr. So, wir glaubten, er selber, er konnte es nicht mehr sagen, weil er eh dauerhaft unter Drogen war, so. Wir waren sehr sicher der Auffassung, dass er das nicht mehr will. Er hat dann auch die Ärzte immer abgelehnt, hat gesagt, er will die Behandlungen nicht. Dann waren wir wieder da, dann wollte er sie doch wieder, dann wollte er sie wieder nicht haben, als wir wieder weg waren. Hat dann sich mit den Ärzten angelegt, all so eine Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann
wir machen diese Operation nicht. So, und da haben die Ärzte uns gesagt, okay, stellt euch darauf ein, 2-3 Tage und dann wird er irgendwann einschlafen, definitiv. Jetzt ist die Frage, wie stellst du dich auf sowas ein? So, was machst du? Was ist richtig? Was ist falsch? Die meinten, stellt euch darauf ein. Ich dachte so, hä, was, aber was soll ich denn jetzt machen? Also wie soll ich mich auf den Tod meines Vaters einstellen? Wie soll ich darauf einstellen, dass mich irgendwann jemand anruft und mir sagen wird, hey, dein Vater ist jetzt gerade verstorben. Ja, na was soll ich machen, nachdem ich ihn komplett zusammen habe fallen sehen in den Monaten? Wie soll ich mich darauf einstellen? Wie ist die richtige Reaktion, wenn die mich anrufen? Soll ich in Tränen ausbrechen? Soll ich stark sein? Was ist das Passende? Und somit habe ich für mich beschlossen, ich werde mein Leben in dieser Zeit einfach normal weiterleben, als würde ich auf so einen Anruf nicht warten. Und wenn der Anruf kommt, mache ich das, was ich machen würde. Ohne mich darauf einzustellen, weil ich kann mich nicht darauf einstellen, dass mein Vater stirbt, einschläft im Krankenhaus, auch noch im Krankenhaus, ne? Das ist halt, er ist am Ende verstorben im Krankenhaus, nicht mal im Hospiz, Hospiz sage ich, in dieser Pflegeeinrichtung, ich nenne es immer Hospiz, weil für mich, er war halt da bis zu seinem, oder er wäre da gewesen bis zu seinem Tod, sondern er ist eingeschlafen im Krankenhaus, eigentlich relativ beschissen, aber ging halt in dem Moment nicht anders so. Ihr erinnert euch vielleicht alle an das Video, wo ich zu einem Rideout von einem verstorbenen Motorradfahrer war, Finn war sein Name. Ich bin mit Transporter ja dahin gefahren und tatsächlich kam am Morgen, wo ich mit dem Transporter losgefahren bin, ich war schon auf der Autobahn, ich stand gerade auf einer Raststätte. Ich glaube, da habe ich sogar die Anmod gedreht. Kurz nach dieser Anmod für dieses Video kam der Anruf und ich wurde von meiner Mama angerufen und meine Mama sagt am Telefon, jo Per, wo bist du gerade, geht's dir gut? Hast du gerade einen ruhigen Moment? Und da war mir schon klar, okay, der Anruf kommt nicht von irgendwo. Meine Mama hat mir am Ende erzählt, dass sie es mir eigentlich in dem Moment nicht sagen wollte, weil sie Angst hatte, dass ich dann unsicher fahre oder mir zu viele Gedanken mache oder so. Aber ich glaube, das war genau das Richtige. Tatsächlich, so dumm das klingen mag und so unverständlich. Sie hat mir dann am Telefon gesagt, ja, er ist halt heute eingeschlafen. Und ich sage euch, wie es ist. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich war den Tränen nicht nah, ich war nicht im Ausbruch meiner Emotionen nah, sondern es war so ein, endlich ist er erlöst. So, für mich war das so ein, er ist eingeschlafen, er ist weg für immer, ich werde nie wieder mit ihm reden können, okay? Aber er ist jetzt an einem Ort, wo diese Scheißschmerzen, wo dieses körperliche Dahinvegetieren zu Ende ist. So, er ist an einem Ort, wo es ihm jetzt, wie er ist, besser geht. Definitiv besser als das, was er hier durchlebt hat in den letzten Monaten, so. Das ist auf jeden Fall besser. Und deswegen war ich am Telefon so, ja, okay, wie geht's dir damit? Hab meine Mutter noch kurz gefragt, wie es ihr damit geht, ob es okay ist, wenn ich weiterfahren würde. Weil für mich, ich glaube, mein Vater hätte nicht gewollt, dass ich da anhalte, dass ich zurückfahre. Ich glaube, mein Vater hätte es richtig gefunden, für dieses Rideout, für diesen verstorbenen Jungen, für diesen verstorbenen Motorradfahrer da hinzufahren, um präsent zu sein, um teilzuhaben, um ein Video zu machen, was auch anderen Menschen wieder zeigt, wie wichtig das Leben ist. Ich glaube, genau das wäre das Richtige gewesen. Dann bin ich da hingefahren, ich weiß nicht, ob ich die Dateien noch habe. Auf jeden Fall habe ich natürlich auf der Fahrt dahin geheult. Irgendwann kam dann dieser emotionale Ausbruch, ne? Ich habe Musik im Transporter gehört und dann war wirklich so Ende. Mein Ende. Ich muss auch gestehen, ich bin nicht angehalten, total fahrlässig. Nennt es, wie ihr wollt. Ich wusste aber, was ich mache. Ich war vollkommen, im Kopf war ich klar. Also ich war vollkommen bei der Straße. Ich wusste, was passiert. Ich war jetzt nicht irgendwie abseits oder so, sondern ich habe einfach Tränen, mir sind Tränen gelaufen, so, weil es mir leid tat, trotzdem, weil es mir weh tat, logischerweise. So, aber am Telefon, es war nicht dieser Filmmoment, ich werde angerufen und es ist so, oh nein, und ich fange an zu heulen und breche in Tränen aus, sondern es war so, endlich ist er von diesem Leid erlöst, das er durchlebt hat. So war es für mich zumindest, nennt es makaber, aber ich fand es sogar gut, dass er endlich Frieden gefunden hat, weil ein weiterer Kampf wäre für ihn nur eine Qual gewesen. Ja, ich bin dann weitergefahren, bin auf dieses Rideout gefahren und wie ihr in diesem Rideout oder bei dem Rideout-Video wahrscheinlich auch gemerkt habt, es gab für mich keine Negativität. Ich muss da nicht jedem aufzwingen, dass mein Vater an dem Tag gestorben ist und dass es mir doch so gottverdammt schlecht geht, mein Leben ist so scheiße und nein, bemitleidet alle mich. Nein, so läuft das nicht. Ich bin da hingefahren, ich habe gesagt, okay, der Fokus liegt heute auf dem Jungen, der verstorben ist und darauf soll der Fokus auch liegen. Der Fokus geht heute nicht auf mich, ich bin irrelevant im Gegensatz dazu. Hab dieses Rideout noch gemacht und bin dann nach Hause gefahren und ich weiß nicht, warum. Ich bin nach Hause gekommen und natürlich zusammengebrochen. Ich bin in dieses Zimmer hier reingekommen. Da war dann der Moment, da war ich tot. Ich habe geheult, ich wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen, aber ich wusste, ich habe wenigstens was gefühlt.
Versteht ihr? Ich wusste, ich bin hier angekommen und ich wusste, ich bin nicht leer, sondern ich habe was im Herzen, was ich gespürt habe. Und als diese Emotion kam, war ich so, ich bin dankbar, dass ich überhaupt Emotionen habe. Weil an dem Tiefpunkt, wo ich in der Umkleide lag, Digga, wusste ich nicht weiter. Da hatte ich nichts. Und nichts ist 10-mal schlimmer als schlechte Gefühle. Definitiv. Ja, wie viele auch wissen, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich bin auch kurz nachdem ich meine Ausbildung bestanden habe, bin ich angefangen trainieren zu gehen. Ich habe angefangen, das Gym aufzusuchen und habe dann in dem Progress dann von November bis August, wo mein Vater verstorben ist, meinen Körper aufgebaut, 13 Kilo zugenommen, Muskelmasse zugenommen und mir die Seele aus dem Leib trainiert im Gym, weil ich gesagt habe, ich muss mein Leben verbessern, ich muss was ändern. Bin dann 6 Monate ins Gym gegangen, das werdet ihr vielleicht auch manche mitbekommen haben, das habe ich öfter gepostet. Genau, mein Vater ist dann verstorben, nach diesem 14 Monaten Kampf, nach dieser Geschichte, die ich euch hier heute erzählt habe. Das ist jetzt ganze 2 Monate her. Seitdem bin ich nicht mehr ins Gym gegangen, weil ich gesagt habe, ich komme mit meinem Kopf nicht zurecht, ich muss erstmal mit meinem Kopf klarkommen. Jetzt komme ich mit meinem Kopf wieder klar, werde jetzt zukünftig auch wieder ins Gym gehen. Aktuell geht es mir besser als je zuvor. Ich habe gut gelernt, mit der Situation umzugehen, gut gelernt, damit klarzukommen. Aber die Herausforderungen, die jetzt so vor mir stehen, sind nicht die letzten. Oder die Herausforderungen, sagen wir so, der Kampf endet noch nicht, denn wir müssen das Haus, in dem ich jetzt gerade sitze, in dem ich dieses Video hier aufnehme, müssen wir zukünftig verkaufen. Aufgrund der finanziellen Lage, ne, es fehlt ein Gehalt, es fehlt mein Vater so. Dieses Haus muss verkauft werden und meine Mutter will es auch verkaufen, weil sie hat dieses Haus mit ihrem Mann zusammen aufgebaut, der ist jetzt nicht mehr da. Und das ist vollkommen verständlich. Da kann man nichts sagen. Problem. Ich muss ein neues Zuhause für meinen Hund finden. Und ich habe gedacht, das gestaltet sich als einfacher, als es jetzt ist. Denn mein Hund ist ein 9-jähriger deutscher Schäferhund. Er wird jetzt 10. Sehr alt, aber noch sehr jung vom Wesen her. Aber so einen Hund will niemand mehr. Ich habe mittlerweile in den letzten 3 Monaten Tierschutzorganisationen kontaktiert. Ich habe Tierheime kontaktiert. Tierheime sind alle maßlos überfüllt. Tierschutzorganisationen stufen ihn als unvermittelbar ein, weil er zu alt und zu groß ist, mit 47 Kilo. In der privaten Vermittlung, egal ob auf eBay, eDogs, whatever, finde ich keinen, der dieses Tier nehmen würde. Und das ist das Tier. Bruder, dieser Hund ist der Hund, der mich begleitet hat bei allem. Ich war der nachdem mein Vater die Diagnose bekommen hat, der Hund war immer so, der Hund meines Vaters, sag ich mal. Nachdem mein Vater die Diagnose bekommen hat, war der Hund mein Hund. Ich bin mit dem Hund dann Gassi gegangen. Ich habe mich um den Hund gekümmert. Ich habe eine unglaubliche Bindung zu diesem Tier aufgebaut. Ich liebe diesen Hund, Digga. Und jetzt, wisst ihr jetzt, wo das Ableben meines Vaters ist? Nicht nur, als wäre das nicht genug, finde ich kein vernünftiges Zuhause für dieses Tier, was nicht verdient hat, in irgendein Tierheim zu kommen, in irgendwelche Zwinger. Ich war bei zahlreichen Tierheimen persönlich, ich habe mir die Zwinger angeguckt und ich habe gesagt, Tierheim ist eigentlich keine Option für mich. In der privaten Vermittlung, keiner nimmt mehr einen so alten Hund. Dieses Tier hat mich auf dieser gesamten Zeit, die ich euch jetzt erzählt habe, in dieser gesamten Zeit hat mich dieser Hund begleitet. Und dieser Hund war immer für mich da, Digga. Dieser Hund war an Abenden, wo ich nicht mehr weiter wusste, bin ich mit ihm Gassi gegangen. Dieser Hund war der, der positiv in meine Augen geblickt hat, Digga. Und mir gezeigt hat, dass das Leben gar nicht so scheiße ist, wie es für mich vielleicht gerade wirkt. Vor allem, das Schlimmste ist, dass dieser Hund dieses Schicksal nicht verdient hat. Und dieser Hund war für meinen Vater immer da und dieser Hund war auch in dieser Zeit, wo mein Vater diesen Krebs hatte, eine unglaubliche, riesige Stütze für ihn. Dieser Hund war für meinen Vater eine unglaubliche Hilfe, als wir Gartenarbeiten gemacht haben. Dieser Hund war immer dabei, er hat sich immer um diesen Hund gekümmert. Also keine Ahnung, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich habe so viele Herausforderungen in meinem Leben überstanden und so viel mittlerweile geschafft und auch mich trotzdem aufgebaut, trotzdem Positivität gefunden. Ich habe jetzt wieder zu mir selbst gefunden, ich habe wieder Emotionen, ich habe meinen Körper aufgebaut in der Zwischenzeit. Wenn jemand dieses Problem lösen kann, Digga, wenn jemand das schafft, dann bin ich das und ich werde eine Lösung finden, dass dieser Hund nicht ins Tierheim muss. So war ich hier sitze und ich jeden Tag ziehe ich neue Schlüsse und versuche neue Optionen auszunutzen, um für dieses Hund ein Zuhause zu finden und ich werde es finden, komme was wolle. Aber also auch das werde ich schaffen, definitiv, das ist für mich keine Frage mehr, ob die Möglichkeit besteht oder nicht, sondern ich werde es schaffen. Aber ja, auch diese Herausforderungen kommen halt jetzt so ein bisschen, man ist so, man denkt, der Kampf ist vorbei, man denkt, okay, man hat alles geschafft, man denkt, okay, man ist jetzt am Ende des Ziels angekommen, man sieht endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Und auch dann, selbst wenn du so ein Schicksal teilst, kommt das Leben nochmal und dich wieder. Nach diesem Moment, als ich in der Umkleide lag von meiner Arbeit, hatte ich wirklich die Überlegung, ob Leben sinnvoll ist. Ob
es Sinn macht, auf dieser Welt noch so zu existieren. Ob das Leben, was ich hier lebe, überhaupt zukünftig einen Sinn macht. Ob es nicht besser wäre, nicht hier zu sein, okay? Und mehr will ich dazu nicht sagen. Aber diese Gedanken durchforsten dich dann. Und jetzt bin ich an einem Punkt, ich bin raus aus diesen Gedanken, ich habe sie nicht mehr. Ich weiß, dass alles machbar ist. Jedes Problem, was diese Welt hier gibt, ist lösbar. Wenn ihr so eine Situation durchlebt, okay? Ihr könnt jedes Problem lösen, egal wie hart es euch erscheint. Ihr müsst aber weitermachen. Ihr müsst weitermachen. Und wenn ihr mal 1, 2, 4, 5, 6 Downtage habt, wo ihr nur im Bett liegt, dann ist es so. Aber steht nach den 6 Downtagen auf. Macht am 7. Tag irgendwas, was eure Situation verbessert. Und macht das dann nicht am 7. Tag danach wieder, sondern macht es am 3. Macht es am 2. danach wieder. Ihr könnt mal komplett am Ende sein, aber ihr müsst realisieren und verstehen, dass ihr dann wieder aufsteht und alles besser macht, was euch gerade kaputt macht, okay? Auf jeden Fall ist jetzt schon die Beisetzung von meinem Papa gewesen. Das war der erste Tag in meinem Leben, wo ich vor anderen Leuten geweint habe, vor auch teilweise fremden Leuten, weil zu einer Beisetzung kommen halt alle, die meinen Papa kannten, und die kannte ich halt alle nicht. Also viele kannte ich nicht. Die Beisetzung war geisteskrank. Also ich glaube, man kann das nur verstehen, wenn man selber schon mal sowas durchlebt hat. Wir saßen in einer Kirche und da hat dann mein Onkel eine Rede gehalten. Egal wie stark ich bin, egal wie stark man sein kann, ich konnte nicht weinen. Die Erinnerungen haben dich plötzlich durchlöchert, die sind durch dich geflossen. Nach dem Tag bin ich rausgegangen und irgendwie war das aber auch befreiend. Also es war wie so ein, sag ich mal, vollständiger Abschluss des Ganzen, also auch ein passender Abschluss. Ein Abschluss, wo ich sage, mein Vater wäre zufrieden damit, dass es so für ihn geendet ist, sag ich mal. Für alle, die es nicht wissen, du hast einmal eine Beisetzung. Das ist dann das, wo du den geliebten Menschen verabschiedest. Und du hast, oder wir hatten jetzt noch eine Seebestattung im Nachgang. Da war ich auch, da sind wir zur Ostsee gefahren, sind auf einem Boot rausgefahren und eigentlich sollte seine Urne dann ins Wasser gelassen werden. Das ging aber nicht aufgrund der Wetterbedingungen. Wir sind dann nur so eine Runde mit der Familie gefahren im Boot und die Urne wurde später zu Wasser gelassen, wo ich da nicht dabei war. Da war aber meine Schwester und meine Mutter dabei, ich war aber nicht dabei, weil ich gesagt habe, für mich war der Abschluss auf dem Boot und der Abschluss in der Kirche genug. Das war für mich ein übelster Abschluss und ich sage, das nochmal zu sehen, hätte mich wenn dann nur mehr kaputt gemacht, aber mir nicht geholfen. Und ich sage, mein Vater hätte auch zufrieden darauf herabgeblickt, zu sagen, okay, ich verstehe das. Ja, diese ganze Geschichte findet jetzt ein Ende, sage ich mal. Dieser ganze Kampf findet jetzt ein Ende und aktuell versuche ich besser zu werden in all dem, was ich tue. Oder wenn das Haus verkauft wird, muss ich mir eine eigene Wohnung suchen. Dann ziehe ich endlich aus. Ich bin jetzt aktuell 20. Ich wäre schon früher ausgezogen, aber ich bin in dem Haus die ganze Zeit geblieben, weil ich gesagt habe, okay, ich will meiner Mutter hier mit diesem Haus helfen. Ich will für meine Mutter da sein. Ich will nicht, dass sie alleine hier in diesem Haus bleibt, sonst wäre ich schon früher ausgezogen. Werd jetzt dann, wenn das Haus verkauft ist, im Prinzip dann mit ihr ausziehen. Werd sie bis dahin mit dem Haus noch unterstützen, Gartenarbeiten machen und. Werd weiterhin da sein. Und wenn ich ausgezogen bin, wahrscheinlich ein neues Kapitel in meinem Leben anfangen ohne dieses ganze Leid. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß, Real Talk nach den 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, ohne Leid zu leben. Mein Leben ist seit 2 Jahren ununterbrochen voll mit Problemen und ich würde auch sagen, nicht leichte Probleme, also Probleme, die dich halt einfach beschäftigen. Und ich weiß gar nicht, wie es ist, ohne das. Ich hoffe, dass ich für meinen Hunden zu Hause finde. Ich hoffe, dass wir das Haus ordentlich verkauft kriegen und ich hoffe, dass ich in einer eigenen Wohnung sitzen werde irgendwann, wo einfach mal mein Leben eine Ruhe findet. Eine Basis, wo ich nicht kämpfen muss gegen das Leben, gegen die Probleme, die mir gelegt werden, sondern wo ich einfach lebe, um zu sein und nicht sonst was. Ich glaube, mein Papa hätte sich gewünscht, dass ich Worte wie die folgenden nochmal äußere. Bleibt bitte immer am Ball, gebt immer Gas. Auch wenn das Leben euch mit Problemen löchert, ihr müsst nach vorne blicken und auch wenn das Leben wie ein Tunnel erscheint, der kein Tageslicht für euch am Ende bereithaltet, werdet ihr, wenn ihr lang genug lauft, das Tageslicht für euch entdecken. Der größte Kampf, den ihr führt, ist meistens mit euch selbst. Und ihr müsst mit euch selbst lernen, das Leben auszumachen und besser zu werden, okay? Alle Probleme, die ihr habt, sind lösbar. Es ist eine Frage von Zeit und eine Frage von Willen, diese Probleme zu lösen, aber sie sind lösbar. Und wenn ihr euch selber immer wieder findet nach den Takedowns, die ihr habt, ihr werdet manchmal am Boden zerschmettert sein, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ihr werdet nicht weiter wissen, als wäre keine Lösungsoption in Sicht.
aber ihr müsst aus diesen Momenten rauskommen. Nicht sofort, das muss nicht sein. Ihr könnt diese Momente auch kurz auf euch wirken lassen. Ihr könnt auch 2, 3, 4, 5, 6 Tage zerschmettert am Boden liegen. Aber ihr müsst danach weitermachen. Okay, weil nur so werdet ihr am Ende die wirkliche Schönheit des Lebens erkennen und wirklich lebenswert leben, okay? Es ist alles immer nicht so leicht, wie es nach außen aussieht. Jeder hat einen Kampf mit sich selber zu führen und jeder muss mit sich selber lernen, damit umzugehen. Und das waren meine letzten 1,5 Jahre, die ein reiner Kampf für mich waren, in denen ich mich selbst neu gefunden habe, würde ich sagen. Das bin ich jetzt und heute und ich hoffe, dass ich zukünftig die Sachen, die ich in der Vergangenheit, vielleicht auch in den Videos falsch gemacht habe, besser machen kann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen Kraft anhand dieses Videos schöpfen für euer Leben. Und ich hoffe, ihr löst alle Probleme, die ihr habt, weil ihr selbst seid eure einzige Hilfe. Niemand anderes kann euch helfen, außer das, was in eurem Herzen steckt. Und das ist größer, viel größer, als ein jeder von uns erwartet. Passt auf euch auf. Dankeschön fürs Zugucken. Aber mein Vater hat vor jetzt 7 Monaten eine Krebsdiagnose bekommen. Und die Ärzte haben ihm damals 2 Monate gegeben. Er ist jetzt schon seit 7 Monaten dabei und ich weiß genau, wie glücklich und stolz ihn das macht, wenn ich diese Prüfung bestehen sollte. Richtig das Glück in den Augen meines Vaters zu sehen, wenn ich schon erzähle. So, ich bin gerade rausgekommen und ich habe bestanden.